Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr reinschaut und herzlich willkommen beim Booktuber Adventskalender im Türchen 18. Ich freue mich riesig, dass ihr reinschaut. Ich habe versucht, euch ein paar tolle Bücher für die Adventszeit, für die Weihnachtszeit rauszusuchen und habe das Ganze jetzt auch versucht, ein bisschen genremäßig aufzuteilen und hoffe, dass für jeden was dabei ist. Ich habe mal so überlegt, wie ist man denn im Dezember so gelaunt? Was ist denn so die Stimmung? Was liebt man denn so im Dezember? Und ich finde, zum einen ist es halt so diese magische, zauberhafte Stimmung. Da ist so ein Hauch Vorfreude mit in der Luft und man fiebert so drauf hin und ist so euphorisch und voller Tatendrang. Auf der anderen Seite ist man aber auch irgendwie so ein bisschen verträumt und genießt die Dinge mehr, kommt mehr zur Ruhe, hat abends mehr Zeit, um ein bisschen Gemütlichkeit zu zelebrieren, weil die Tage auch nicht ganz so vollgepackt sind wie im Sommer. Aber es ist auch so die Zeit, wo man vielleicht auch Lust hat, sich in sowas Epischeres fallen zu lassen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Und wenn ihr diese Liste hier ergänzen wollt mit tollen Geschichten, die ihr in dieser Vorweihnachtszeit besonders gerne lest, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Da können wir uns ja gerne noch so ein bisschen austauschen über tolle Bücher für die Adventszeit. Genau. Also ich finde so zauberhafte, magische Bücher, die ja auch immer gerne genannt werden, sind zum Beispiel Harry Potter und Eragon. Dem stimme ich absolut zu. Das ist eine ganz tolle Wohlfühl-Fantasy. Auch Herr der Ringe eignet sich auch immer toll, wenn man sich in sowas Episches reinarbeiten möchte. Ist das auch immer eine schöne Zeit dafür. Aber um euch auch mal was Neues nochmal vorzustellen und nicht immer das Gleiche zu sagen, da habe ich nämlich letztes Jahr ein tolles Buch gelesen, und zwar von C.E. Bernard, Die Schneekönigin. Und das ist quasi die Vorgeschichte der Schneekönigin. Und ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Das hat mich sehr mitgerissen, hat mich so ein bisschen mich wegträumen lassen. Das war so ein märchenhaftes Feeling, was auch total gut in diese Jahreszeit passt. Das passt auch noch nach Weihnachten, wenn Schnee draußen liegt. Also das ist für den ganzen Winter eigentlich eine ganz tolle Buchempfehlung, wenn ihr so märchenhafte Settings gerne mögt. Also ein absoluter Tipp, hat mir großartig gefallen. Dann bleiben wir mal bei so ein bisschen märchenhafter und so ein bisschen zum Wegträumen. Mein Lieblingsbuch aus dem letzten Jahr, kann ich wirklich mittlerweile sagen, war von V.E. Schwab, Das unsichtbare Leben der Adila Rue. Das habe ich auch in der Vorweihnachtszeit gelesen. Und auch das, auch wenn es jetzt kein weihnachtliches, winterliches Setting irgendwie hat, ist aber durch seine Tiefgründigkeit und durch das, was es uns eigentlich, die Kernaussage des Buches, passt irgendwie total gut, auch in diese besinnlichere Zeit, wo man sich mal so auf das Wichtige besinnt. Und ja, das ist auch so ein Buch, das kann ich euch auch absolut für diese Zeit empfehlen. Es ist auch so ein bisschen märchenhaft, es ist so ein bisschen düsterer märchenhaft auf jeden Fall, und das lädt auch so ein bisschen zum Wegträumen ein und hat ganz, ganz tolle, tiefgründige Gedanken mit tollen Zitaten verwoben. Also das Buch war wirklich ein richtiger Lesegenuss, kann ich euch auch absolut empfehlen. Dann habe ich weiterhin noch ein ganz tolles Buch für euch von Eowyn Ivy, Das Schneemädchen. Das ist jetzt so eine kleine Brücke, denn das ist jetzt nicht rein märchenhaft magisch, aber das könnte es sein. Also ihr könnt euch nach Beenden der Lektüre selbst entscheiden, wie ihr das Buch gelesen habt. Ob es für euch ein realistisches Buch ist oder ob es für euch eine märchenhafte Komponente beinhaltet. Das finde ich sehr spannend gemacht. Es ist so ein magischer Realismus enthalten, aber den muss man nicht lesen, denn es gibt auch eine realistische Auflösung. Also ich finde das sehr, sehr gut gemacht von der Autorin. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da geht es um ein
kinderloses Aussteigerpaar, was im Endeffekt ja in die raue Natur Alaskas sich zurückzieht und sich aus dem normalen Alltagstrott herausnimmt, Haus, Hab und Gut, alles verkauft und bei Null anfängt. Schon alleine, dass diese Landschaften passen schon total gut in diese kalte Jahreszeit jetzt, weil so diese raue Natur wird einem sehr bewusst beim Lesen. Ja, auf jeden Fall ist das Paar leider ungewollt kinderlos und irgendwann kommt es dann dazu, dass ein Schneemädchen auftaucht. Und ja, sehr, sehr schöne Geschichte und hat mir großen Spaß gemacht zu lesen. Dann habe ich ein weiteres Buch für euch mitgebracht, auch ein absolutes Highlight für mich. Und zwar Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von T.J. Klune. Das ist auch so ein Buch, das lädt auch so richtig zum Wegträumen und zum Schmökern ein. Und es ist halt einfach so schön und eignet sich so gut für diese Zeit, obwohl es teilweise sogar im Sommer spielt, weil es einfach so wertschätzend anderen Charakteren gegenüber ist und weil es so, ja, so eine wertschätzende Art an sich hat, wie man auch mit anderen Meinungen und Gefühlslagen umgehen kann. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht zu lesen. Das hat mich sehr berührt. Und ja, hier geht es im Endeffekt um Linus Baker. Der ist 40 Jahre alt, alleinstehend und arbeitet in so einem Jugendamt, in so einer Sonderabteilung im Jugendamt und muss sich um magisch begabte Kinder kümmern und muss halt sehen, ja, wie es denen so geht, wie die untergebracht sind, ob in diesen Heimen, die er betreut, ob da auch alles richtig läuft und ob es den Kindern halt gut geht. Und so muss er auch das Heim von Mr. Parnassus unter die Lupe nehmen. Und ja, im ersten Moment scheint da alles drunter und drüber zu laufen, aber je mehr Zeit Linus in diesem Heim und mit Mr. Parnassus auch verbringt, desto mehr kann dieser ganze Stil, den Mr. Parnassus hier anwendet, ihn auch überzeugen. Und ja, das fand ich ganz toll zu lesen. Auch eine absolute Empfehlung für diese Zeit, weil es sowas Wertschätzendes in dem Umgang miteinander hat. Und das finde ich, da sollte man sich auch mindestens einmal im Jahr in der Vorweihnachtszeit nochmal drauf besinnen und nochmal Gedanken darum machen, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Ne? So, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Buch. Dann ein märchenhaftes Buch, ich komme jetzt gerade leider nicht dran, es liegt da hinten, ich kann es sehen. Was mir auch großartig gefallen hat, ist Junge mit schwarzem Hahn von Stefanie Vorschulte. Das ist im Diogenes Verlag erschienen und das ist so eine tolle Geschichte. Das liest sich weg wie ein Märchen und da geht es um den jungen Martin und der hat ein echt hartes Leben oder führt ein echt hartes Leben und hat es absolut nicht einfach. Er wohnt in einem Dorf, hat keine Eltern mehr und in dem Dorf kümmern sich jetzt alle um ihn und füttern ihn mit durch und es passieren aber merkwürdige Dinge und es gehen auch Kinder verschwinden und er macht sich irgendwann auf dem Weg und möchte herausfinden, wohin diese Kinder eigentlich verschwinden und ja, das Ganze führt ihn dann an den Königshof und ja, das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, die könnte ich auch nochmal rereaden, also das hat auch richtig Spaß gemacht. So ein ganz eigenständiges Feeling beim Lesen gewesen. Ich kann das gar nicht wirklich beschreiben. Das war so richtig verträumt und märchenhaft. Ganz, ganz toll. Ja, wenn ihr es dann lieber so ein bisschen realistischer mögt, dann kann ich euch sehr Wolkenschloss von Kerstin Gier empfehlen. Das Ganze spielt zwischen Weihnachten und Silvester in einem Hotel. Und wir sind mit Fanny unterwegs, die ein Praktikum in diesem Hotel macht. Und das war auch so eine Geschichte, ich habe das auch zu dieser Zeit gelesen, also nach den Weihnachtstagen. Und ich fand das richtig toll. Es hat einfach Spaß gemacht, mit Fanny da durch dieses Hotel alles zu erkunden, die Leute kennenzulernen. Wer ist da gerade in dem Hotel eingecheckt? Sie ist eigentlich Praktikantin und soll sich um die Kinderbetreuung kümmern, muss aber auch alle möglichen Handlangerjobs da ausführen. Und dann haben wir es noch mit so einem kleinen
mysteriösen Kriminalfall zu tun, denn es kommt aus einem Zimmer etwas weg. Und ja, anders wie man bei Kerstin Gier vielleicht vermuten mag, ist es nichts Magisches, nichts Fantasy, kein Fantasy-Anteil enthalten, aber es macht trotzdem richtig Spaß zu lesen. Also ich hatte da großen Spaß mit und ja, das wäre ein realistisches Buch, was ich euch empfehlen könnte. Dann, wenn ihr es ein bisschen düsterer und tiefgründiger und ein bisschen geschichtlicher mögt, dann kann ich euch sehr Der Wintersoldat von Daniel Mason empfehlen. Da geht es um die Zeit im Ersten Weltkrieg und ein junger Arztstudent wird an die Front geschickt, ja, um dort in einem Lazarett mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Und wir bekommen es dann mit Kriegsverletzten zu tun. Und das Besondere hier in diesem Buch, habe ich jedenfalls so empfunden, ist, dass man nicht nur mit den ja, alltäglichen Kriegsverletzungen äußerlich zu tun bekommt, sondern auch mit dem festsitzenden traumatischen Erlebnissen, die da passiert sind, die die Männer da durchmachen mussten und was das eigentlich auch mit der Psyche der Menschen gemacht hat und das zu einer Zeit, wo Männer noch erzählt bekommen haben, ihr müsst stark sein, ihr seid das starke Geschlecht, ihr könnt euch nicht hängen lassen, das ist völlig normal, ihr seid Soldaten, ihr müsst kämpfen und wenn es euch wieder gut geht und eure Blessuren verheilt sind, dann geht's wieder an die Front. Und das fand ich hier sehr, sehr eindrücklich beschrieben und ist härtere Kost, passt aber auch sehr in diese Jahreszeit, weil man ja auch so ein bisschen nachdenklicher wird und auch vielleicht so ein bisschen über die Ungerechtigkeiten der Welt nachdenkt. Und da würde dieses Buch super zu passen. Wenn ihr es dann lieber in die Thriller-Richtung mögt, habe ich auch mal überlegt, kennst du eigentlich einen Thriller, der in so richtig eisigen Gefilden spielt? Und da ist mir eingefallen, ich habe vor Jahren von Lisa Jackson Der Skorpion gelesen. Und das ist ein richtig übler Thriller für mich gewesen. Der hat mich wirklich noch nachdrücklich beschäftigt. Und das spielt in der eisigen Kälte. Da geht es nämlich um einen Mörder, der seine Opfer erstmal verursacht, der einen Unfall. Durch, also es ist in einer verschneiten Landschaft, ich weiß nicht mehr genau, Alaska, keine Ahnung, würde ich jetzt mal tippen. Auf jeden Fall provoziert er Unfälle bei jungen Frauen und rettet sie dann. Also er ist dann der, der als erstes am Unfallort ist, der ihnen hilft, der die Frauen mit zu sich nach Hause holt, sie aufpäppelt, sie umsorgt. Und dann geht's los, Leute. Also sowas, ich fand das so eine gruselige Vorstellung, weil das so so realistisch ist, weil das so vorstellbar ist. Das hat mich richtig gegruselt. Ich fand das richtig gruselig, dass Menschen so krank denken können. Ja, also das kann ich euch sehr empfehlen. Das spielt auf jeden Fall in Kälte, Eis und Schnee. Ja, und natürlich auch Shining, ne? Passt natürlich auch. Das spielt auch in Eiskälte und Schnee und wir sind in einem Hotel eingeschneit. Ihr wisst, was das heißt. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Auch sehr gruselig und weicht auch nochmal deutlich vom Film ab. Wusste ich nämlich vorher auch gar nicht. Dann habe ich für die Badass-Fraktion, habe ich euch von Jack Christoph die Bücher mal mit aufgeschrieben. Nevernight und auch Das Reich der Vampire. Absolut genial, Dark Fantasy für diese Jahreszeit, mega gut. Ich erhoffe mir, dass meine Neuerrungenschaft Elric genau in so eine Richtung schlägt, weil das würde ich mir jetzt gerne für zwischen den Tagen irgendwie vornehmen. Wobei ich das wahrscheinlich nicht zwischen den Tagen durchkriege, das ist ein richtiger Schinken, ne? Aber ja, das ist so diese Badass-Charaktere, wer sowas mag, Jay Christoph, mega episch geschrieben, macht großen Spaß, will man direkt wegsuchten, hat man jetzt vielleicht auch, ja, die beste Zeit im Jahr für, ne? Dann, wenn ihr es lieber ein bisschen
historisch mögt, habe ich noch ein Buch für euch, und zwar die Bücher Der Junge und die Nacht von Kai Meier. Da sind wir im grafischen Viertel unterwegs und wir sind da mit Bücherschmugglern unterwegs. Das ist total spannend. Das spielt auf mehreren Zeitebenen, hängt aber alles zusammen und es verstrickt sich immer mehr ineinander und das macht großen Spaß. Das ist einfach so ein Buch für abends am Kaminfeuer, für sich da einfach reinträumen zu können. Es macht ja großen Spaß. Man hat so ein bisschen Ermittlungsarbeit auch zwischendurch. Es ist auch ein Hauch einer Liebesgeschichte. Zwei, drei Liebesgeschichten. Es ist auch ein bisschen Krimi, ein bisschen Ermittlungsarbeit und es ist auch so ein bisschen Familiengeschichte. Also das ist so ein Genre-Mix, der großen Spaß macht. Und zum Schluss habe ich noch ein paar, nee, noch gar nicht zum Schluss. Und dann habe ich euch noch so ein paar religiös angehauchte Werke mitgebracht. Wenn ihr auf sowas Lust habt, dann kann ich euch zum einen empfehlen von Matthew Gregory Lewis, Der Mönch aus dem Vesta Verlag, im Jahre 1800 irgendwas geschrieben worden. Sehr, sehr atmosphärisch, düster. Eine tolle Geschichte, hat großen Spaß gemacht zu lesen. Kann ich euch sehr empfehlen. Eine ganz, ganz tolle Aufmachung auch vom Buch. Dann habe ich letztes Jahr das Buch Anna von Zhu Mong Kit gelesen in einer Leserunde. Das wäre auch die optimale Zeit dafür. Da geht es nämlich quasi um die Geschichte, die in der Bibel passiert ist, aus der Perspektive von Jesus Frau Anna. Also Zhu Mong Kit hat Jesus eine Frau gegeben und erzählt diese damalige Zeit aus ihrer Sicht. Toll gemacht, ganz, ganz toll gemacht. Wenn ihr offen für sowas seid, wenn ihr euch auf sowas einlassen könnt, dann empfehle ich euch das absolut. Ja, ist auch ein ganz, ganz toller Schreibstil und man fühlt sich so richtig in die damalige Zeit katapultiert. Mega gutes Buch. Und ja, so ein Allrounder, wenn es um christliche Bücher geht, ist für mich Die Päpstin, ist auch ein toller Zeitpunkt für dieses Buch, weil das auch ganz schön den Gerechtigkeitssinn aufrüttelt, weil es zum Nachdenken bringt, weil es ein Stück weit auch wütend macht über die damaligen Verhältnisse. Und ist auch so ein Buch, ja, wo man die Gedanken auch so ein bisschen spielen lassen kann und was mir auch großen Spaß gemacht hat. Und dann möchte ich euch noch zum Schluss ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen für diese Zeit jetzt, für Weihnachten, was ihr auch sehr, sehr gut verschenken könnt, weil das geht wirklich für jeden, aber was ihr euch auch sehr, sehr gut selber schenken könnt. Und zwar ist das Alle Farben des Lebens von Lisa Aisato. Und dieses Buch ist so, oh, so aufwühlend. Das ist ein Bilderbuch für Erwachsene. Und wir machen hier quasi in diesem Buch die Reise des Lebens durch und machen alle wichtigen Meilensteine in einem Leben mit. Und wir haben ganz, ganz wenig Text, 1-2 Sätze auf jeder Seite und haben eine Doppelseite-Bild. Und das sind so wunderschöne Illustrationen in diesem Buch. Und dann die Sätze dazu, das macht einfach das macht so großen Spaß. Man ist wirklich, man träumt sich mit weg. Man ist in diesem Buch, man steckt da förmlich drin. Man findet sich auf jeden Fall in diesem Buch wieder. Es sind wirklich alle Stufen des Lebens enthalten. Und jeder findet sich hier auf irgendeiner Seite mit seinem aktuellen Lebensplan wieder. Und ich finde das ganz, ganz toll. Das ist, also wenn ihr schon mal guckt, dieser alte Mann mit dem kleinen Kind, was den Teddy im Arm hält. Es ist so wertschätzend und so schön und so berührend. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert und ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, und wenn ihr dieses Buch euch schenken lassen möchtet, dann macht gerne hier unter dem Video mit. Ich werde hieraus mein diesjähriges Schenken macht Spaß machen. Wir haben jetzt ja bereits den 18.12. Deswegen machen wir es so, ihr habt jetzt Zeit bis
Sonntag, oder wir machen es anders. Wir sind ja alle Erwachsene, ob ihr das Geschenk dann ein paar Tage später bekommt. Es liegt dann nicht unterm Weihnachtsbaum, das schaffe ich nicht mehr. Wir lassen diese Verlosung hier bis zum zweiten Weihnachtstag laufen. Ich lose am zweiten Weihnachtstag aus, wer das Buch gewonnen hat. Jeder, der mitmachen möchte, schreibt einfach den Hashtag Schenken macht Spaß unter dieses Video und somit springt ihr in den Lostopf, um dieses Schätzchen hier zu gewinnen. Ich lose das dann aus und schreibe euch dann an, wenn ihr gewonnen habt und dann schickt ihr mir die Adresse, wohin ich das schicken darf und dann bekommt ihr das Buch zwischen den Weihnachtstagen, wenn es gut geht, oder im neuen Jahr. Und ich hoffe, ich mache jemanden damit eine große Freude. Es ist auch einfach ein Buch, was an überhaupt kein Alter gekoppelt ist. Ich glaube, jeder hat mit diesem Buch Freude und jeder wird von diesem Buch in irgendeiner Weise berührt. Ich finde es ganz, ganz toll und es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, in diesem Sinne, auch noch ein kleiner Geschenktipp. In diesem Sinne war es das jetzt von meinem Video. Ich hoffe, es war für euch ein Buch dabei. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, für mich auch vielleicht, was ich denn jetzt noch lesen könnte bis Weihnachten oder auch zwischen den Tagen, dann lasst mich auch das gerne mal in den Kommentaren wissen. Würde mich riesig freuen, wenn wir hier eine schöne Buchauswahl zusammenkriegen, für alle Lebenslagen vielleicht auch. Vielleicht wisst ihr auch noch einen tollen Titel für so ein Love, Young Adult, New Adult für diese Richtung, weil da bin ich jetzt gar nicht so belesen. Könnt ihr auch gerne unter diesem Video hier posten und dann würde ich mal sagen, genießt die Vorweihnachtszeit, lasst euch nicht stressen, macht es euch schön, macht es euch gemütlich und genießt die letzten Tage, bis das große Fest vor der Tür steht. Wie würde jetzt, meine Kinder würden jetzt fragen, wie viel mal noch schlafen? Also, können wir uns ja ausrechnen, ne? Ich möchte euch noch sagen, morgen geht es weiter auf dem Kanal von Sören. Der heißt Buchbekloppt, den verlinke ich euch unten mal. Und ihr bekommt auch die Playlist unten verlinkt. Dann wisst ihr, an welchem Tag ihr auf welchen Kanal hopsen könnt und euch ein neues Video angucken könnt. Wenn das hier euer erstes Video ist, was ihr seht, habt ihr mittlerweile noch 17 andere Türchen vor mir, die ihr euch noch anschauen könnt. Die anderen haben sich auch ganz, ganz tolle Sachen überlegt und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Videos und verteilt ein bisschen Liebe. Adventszeit ist auch immer Liebe. Klickt ein paar Herzchen, lasst ein paar Abos da, seid großzügig damit und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dann. Ciao.